Ein Handgelenksganglion ist die bei Weitem am häufigsten auftretende gutartige Raumforderung im Bereich der Hand. Hierbei kommt es zu einer Ausstülpung der Gelenkskapsel. Dies kann einerseits durch Unfälle entstehen, andererseits durch eine Überdehnbarkeit der Gelenke. Es ist circa jeder Tausendste davon betroffen. Hauptsächlich sind Frauen zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr davon betroffen. Auffallend ist hier eine Schwellung im Bereich des Handrückens oder auch am Handgelenk beugeseitig. Dieses kann bei der Bewegung unangenehm sein und auch die Beweglichkeit des Handgelenks einschränken. Sollte bei Ihnen eine Schwellung am Handgelenk bestehen, wäre eine bildgebende Diagnostik im Sinne eines Ultraschalls oder einer Magnetresonanztomographie notwendig. Wenn sich die Verdachtsdiagnose eines Ganglions bestätigt hat, gibt es hier auch konservative und operative Therapiemöglichkeiten. Konservativ wäre eine Punktion des Ganglions möglich, wobei hier die Flüssigkeit abgesaugt wird und gegebenenfalls Cortison in das Ganglion injiziert wird. Sollte es durch eine konservative Therapie nicht zu einer Besserung der Beschwerden kommen, so ist eine Operation möglich. Hier wird über einen kleinen Schnitt das Ganglion bis an die Basis an der Gelenkskapsel freigelegt und dort abgesetzt. In den meisten Fällen ist es damit vollständig entfernt. In manchen Fällen kann es dennoch zu einem Wiederauftreten des Ganglions kommen. Die Operation selbst dauert in der Regel ca. 20 bis 30 Minuten und hat wenige Komplikationsmöglichkeiten. Hier darf die Wunde danach für ca. 14 Tage nicht nass und nicht schmutzig werden. Nach 2 Wochen werden die Nähte entfernt. Eine schwere körperliche Belastung sollte für ca. 6 Wochen vermieden werden. In manchen Fällen kommt es auch zu einem Platzen des Ganglions. Danach ist das Handgelenk kurzzeitig geschwollen. In der Regel ist das Ganglion danach aber verschwunden. Es ist hier auch ganz normal, dass die Größe des Ganglions regelmäßig zu- und abnimmt. Dies ist aufgrund der Gelenksflüssigkeit, die sich im Ganglion befindet und je nach Reizzustand einmal mehr, mal weniger ist. Sollten Sie unter diesem Krankheitsbild leiden, kommen Sie gerne bei mir in der Ordination vorbei. Ich freue mich auf Sie.